Sie haben sich registriert, um Geld an der Börse zu verdienen, habe ich recht? Ja. Okay, haben Sie Erfahrung mit dem Traden? Nein. Okay, ich kann Ihnen erzählen, wie es arbeitet. Ja. Okay, also Sie haben sich registriert, aber Sie haben Ihr Handelskonto nicht aktiviert. Ja. Und ich habe Sie angerufen, das mit Ihnen zu machen. Ja. Gut, und was wissen Sie davon? Ja. Verstehen Sie Deutsch? Ja, natürlich. Welche Sprache sprechen Sie vielleicht noch? Warum sprechen Sie kein Deutsch? Haben Sie jemanden, der Deutsch sprechen kann? Ich spreche Deutsch. Ja, warum fragen Sie dann so komische Sachen? Weil ich habe Leute, die auch andere Sprachen sprechen. Vielleicht wird es Ihnen angenehmer, eine andere Sprache zu sprechen. Sprechen Sie Hebräisch? Nee. Dann bleiben wir bei Deutsch. Okay, kein Problem. Klasse. Danke. Super. Und jetzt? Also von unserer Seite bekommen Sie einen kostenlosen Finanzberater. Aha. Er wird mit Ihnen arbeiten. Er bekommt bis zu 10% Profit von Ihrem Gewinn. Deshalb ist es für ihn wichtig, damit Sie nur gewinnen und nicht verlieren. Weil er macht Geld mit Ihrem Geld für Sie und für sich. Aha, ist wie so ein Parasit oder was? Nee, wie ein Finanzberater, wie ein Spezialist. Ja, weiß ich nicht, hab das noch nie gemacht. Ich kenne mich da nicht aus. Deshalb erzähle ich Ihnen doch. Klasse. Finde ich gut. Ja, super, scheint so, als ob es Ihnen Spaß macht. Ja, ich habe Spaß, mit Leuten zu sprechen. Ist das ein Problem oder was? Kein Problem. Ich kann auch weinen, wenn Ihnen das lieber ist. Ich kann auch weinen, wenn nein, Sie das möchten. Nein, auf keinen Fall, danke. Bitte weinen Sie nicht, ja? Ich weine nicht. Gut, sehr wichtig. Leben ist zu kurz zum Weinen. Ich bin mit Ihnen voll einverstanden. Klasse, super. Dachte schon, wir haben Ärger zusammen. Nee, ich habe keinen Ärger mit Ihnen. Ich habe mit keinen Ärger. Finde ich super. Ich mag meine Kunden. Ich bin immer positiv und mag, wenn die Kunden auch positiv sind. Klasse. Nein. Klasse. Guck mal, da verstehen wir uns doch, oder? Natürlich. Super. Von wo ist Firma? Sag mir. Unsere Firma heißt MetaTrader 5. Wir befinden uns in England, in London. In England? Ach, darum die Frage nach der anderen Sprache. Cool. Ja, also wir haben eine internationale Börse. Aha, ne, weiß ich nicht, kenne mich da ja nicht aus. Okay, wir haben auch eine Lizenz, die ich an Sie schicken kann. Sie können es auch überprüfen. Was heißt das? Eine Lizenz, ja? Das beweist, dass wir nicht illegal, sondern legal traden. Dass unsere Kampagne eine legale Kampagne ist. Was für eine Kampagne denn? MetaTrader 5, haben Sie es vielleicht gesehen? Ich bin gerade von der Arbeit gekommen. Ich kann mich jetzt nicht so erinnern, muss ich sagen. Als was arbeiten Sie, wenn ich fragen darf? Nochmal? Was sind Sie vom Beruf, wenn ich fragen darf? Bauarbeiter. Bauarbeiter, super. Verdienen Sie viel? Ah, ist gut. Mehr als an der Kasse, weniger als Merkel. Gut, wissen Sie, hier können Sie sehr viel verdienen. Also, das ist gut. Können Sie nicht versprechen. Was können Sie mir versprechen? Ich kann Ihnen ein gutes passives Einkommen versprechen. Also man fängt mit 200, man aktiviert also das Handelskonto mit 250, 500 oder 1000 Euro. Ja. Mit welcher würden Sie gern anfangen? Das kommt darauf an, was Sie mir jetzt noch so erzählen. Das würde ich jetzt so spontan noch nicht sagen am frühen Morgen. Ah, kein Problem. Also, ich kann Ihnen nicht versprechen, dass Sie im ersten Monat so 7, 10, 5000 Euro bekommen werden. Oho. Nein, Sie können bis zu das Dreifache am Anfang bekommen. Das ist ja eh der Anfang. Sie können pro Tag bis zu 17, 15 Euro gewinnen. Dreifache? Dreifache von 250, wenn ich gesagt habe. Krass. Das ist doch super. Also ich finde das viel, oder? Oder ist das nicht viel in der Welt da, bei den Finanzen? Bei den Finanzen, das ist der Anfang. Weiter wird es immer größer, besser und mehr. Das hört sich gut an, würde ich sagen. Oder? Natürlich. Gut, sehr gut. Ja. Wie gesagt, weiß ich nicht, dass ich was Falsches sage. Nee, Sie sagen alles gut. Gut. Sie können das Geld immer zurücknehmen. Also Sie können es rausholen, wenn Sie wollen. Das ist Ihr Geld. Aha. Also wenn ich jetzt morgen sage, ich habe keinen Bock mehr, sage ich, hier, komm, dabei, gib wieder her und dann ist gut. Dabei? Sprechen Sie Russisch? Nein. Sie haben doch dabei gesagt. Was wissen Sie, was dabei bedeutet? Ja, mach hin. Los. Okay, sprechen Sie Russisch? Ja, natürlich.
Gut. So. Hast du Russisch gelernt? Na, bei meiner Mutter. Ach so. Wir haben auch russischsprachige Leute hier. Finde ich gut, finde ich gut. Mögen Sie Putin? Putin, also ich weiß nicht, was er gemacht hat, damit ich ihn nicht mögen kann. Klar, ist gute Antwort. Gute Antwort. Putin ist allmächtig, der kann nichts falsch machen. Also, ich bin in der Mitte irgendwie, neutral. Noch bessere Antwort. Zumindest für ein Firma. Ah, Putin ist mein Held. Nein. Doch. Der hat Russland aus der Nacht geführt. Ja, bin mit Ihnen einverstanden. Klasse, sehr gut, sehr gut. Dann können wir weiter telefonieren. Sonst hätte ich jetzt aufgelegt. Danke. Ach. Ah, nein. So böse bin ich dann auch wieder nicht. Nochmal? Wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf? Ah, was würden Sie scherzen? Nochmal? Was würden Sie scherzen? So gegen 30. Ah, 37. Dankeschön. 37? Ja. Dachte ein bisschen jünger, okay. Ah, danke, danke, danke. Man tut, was man kann, nicht wahr? Ja, natürlich. Ist nicht immer einfach, aber meine Güte, was will man machen? Irgendwann ist man alt und tot. Wissen Sie, ich werde Ihnen sogar einen Bonus geben, damit Sie uns richtig testen können. Was heißt Bonus? Also fangen Sie zum Beispiel mit 250 Euro an, gebe ich Ihnen einen Bonus in Höhe von 75 Euro. Okay. Ich mache es mit den Kunden, die ich so mag. Danke. Also, Sie können, kein Problem, Sie werden auf Ihrem Handelskonto 325 Euro haben. Okay. Und fangen Sie an zu traden mit dem Geld, was ich Ihnen gegeben habe. Und damit also, kann ich dann zocken, so richtig, oder was? Natürlich. Am Anfang nicht so viel, bis zu 1000 Euro, aber das ist doch auch viel. Ja, hallo, das ist nicht wenig, wenn man das gewinnen kann. Nicht wenig, natürlich. Ich kenne niemanden, der sagen würde, 9000 Euro nehme ich nicht. Aber ich kenne auch keine Millionäre. Es gibt Kunden, die überhaupt nicht glauben. Das wäre ein Problem. Deshalb haben die kein Geld, immer noch. Aber die mit mir schon angefangen haben, die haben richtig gutes Geld. Das ist klasse. Ich meine, man muss ja erst mal arbeiten, ne, wenn man was haben will. Ja, ich bin mit Ihnen einverstanden. Zeit kostet Geld. Man muss je früher, desto besser. Ist einfach so, sagt mein Kumpel Roland immer. Der sagt immer, das ist einfach so. Das ist einfach so. Ihr Kumpel, okay. Ja, und er hat doch recht, oder nicht? Natürlich hat er recht. Sag ich doch. Nein gesagt, das hätten Sie aufgelegt. Okay, okay. Warte, wenn das so läuft, dann muss ich mir noch ein paar fiese Sachen ausdenken. Nee, das war's gemacht. Hab ich doch verstanden. Bin ja kein Böser. Ja, ich glaube Ihnen. Sie sind der Netteste heute, mit dem ich spreche. Ja, sind die Leute Danke. Sonst eher böse oder was? Ja, die sind sehr böse. Ich habe Warum? Eine Liste von Kunden, die sich hier anmelden, aber nichts aktivieren und ich muss sie anrufen. Ja. Und es gibt so böse Leute. Also die melden sich an und wollen dann gar nichts verdienen oder was? Die melden sich an und dann sagen die, ich wusste nicht, dass man das machen muss, ich wusste nicht, was das ist, ich habe keine Erfahrung. Die fangen an mitzumachen, aber dann haben die Angst. Ja, hey, warte mal, ich habe auch keine Erfahrung mehr, aber ich habe das gleich gesagt. Sie haben es gleich gesagt, das ist super, ich habe sie angerufen, weil sie keine Erfahrung haben. Und sie werden einen Spezialisten bekommen, der richtig gut ausgebildet ist. Klasse. So Banker oder wer macht das? Ein Finanzanalytiker. Ist das auch so eine Ausbildung Stunden oder was? Melden. In 24 Stunden? Ja. Na, nach der Aktivation wird er sich mit an Ihnen melden. Also Sie werden einen Termin haben. Ah, okay. Terminierung, er ja? Beraten. Ja. Er heißt, also Sie haben mehrere, aber der Hauptfinanzanalytiker heißt Alexander Meyer. Aha. Ich denke, er wird sich melden. Na, das hoffe ich doch, weil alleine kriege ich das nicht hin. Also er ist der Beste. Und dann kriegt den einen Anfänger? Klasse. Ja. So, erzähl ich mal weiter. Ja klar, ich höre zu. Also, sagen Sie dem Herrn Meyer, ich will mit dem Bonus traden. Er wird sagen, okay, worein wollen Sie investieren? Er wird Ihnen erklären, welche Plattformen es gibt.
Was sie machen können, sie werden danach die endgültige Entscheidung treffen, mhm. aber für sie traden, kontrollieren, den Markt analysieren, das alles wird der Herr Meier machen. Aber sie werden es in ihrem Handelskonto alles sehen können. Solange er mit dem Geld, was ich gegeben habe, tradet, sie können mit 20 Euro anfangen, kein Problem, mit 50, egal. Ach, und ich kann dann, ich kann dann zugucken, wie der das macht, oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, kein Problem, sie können alles in ihrem Handelskonto sehen. Also so wie Teamviewer, dann kann ich da zugucken oder wie geht das? Ja, das ist doch ihr Geld. Ja, ich weiß das doch nicht. Ja, den Zugriff werden nur sie haben. Ja, der andere Typ doch auch, der die Kohle da für mich macht, oder wie? Sonst geht das doch gar nicht. Oder habe ich das falsch verstanden? Nee, den Zugriff auf ihr Account werden nur sie haben. Ja, das ist ja ihr klar. Finanzanalytiker helft ihnen zu traden. Oh. Ihr werdet zusammen die Überweisung machen. Hier zum Beispiel wollen sie Bitcoin kaufen. Nein, natürlich können sie einen ganzen Bitcoin nicht kaufen. Im Jahre 2009 könnten sie einen Bitcoin kaufen. Wissen Sie, was es damals kostete? Ah, ein Kumpel von mir hat sich die Dinger damals gekauft. So 50, 60 Euro oder sowas bezahlt. Der ärgert mich immer noch damit. 10 Cent. Na okay, dann war der ein bisschen später dran. Ja, und heutzutage wissen Sie, was ein Bitcoin kostet? So irgendwie so 30, 40.000? 47.000. Schon wieder so viel geworden, blöd. Ja, eigentlich war es 55.000, jetzt wieder 47.000, aber... Ja, die Chinesen haben das Ding doch verboten, ne? Ist das jetzt illegal, wenn man das macht? Jeder in Amerika tradet. Jeder Siebte in Deutschland tradet. In Amerika jeder Dritter, Zweiter. Naja, Amerika interessiert mich ja nicht. Mit denen habe ich nichts zu tun. Aber also in Deutschland tradet jeder Siebter. Aha. Sie können sich für 250 Euro 0,0005% Bitcoin kaufen. Das bringt mir ja nichts. Ja, natürlich. Deshalb werden Sie einen Spezialisten bekommen, der Ihnen das sagt, was Ihnen was bringen wird. Okay, das ist gut. Es ist sehr freundlich von dem Mann. Ja, weil er bekommt auf Profit bis zu 10%. Wenn Sie 1000 Euro gewinnen, bekommt er 100 und Sie 900. Das ist ein guter Deal, würde ich sagen. Mit ihrem Geld für sie und für sich. Das ist ein guter Junge. Ja, also wenn Ihnen das nicht gefällt, können Sie sagen, tut mir leid, ich will meine 250 zurück. Sie können die selber wieder zurücküberweisen. Ich selber? Nee, das muss der doch machen, oder nicht? Nee, wenn Sie sagen, ich will nicht mehr, hol mein Geld raus, bekommen Sie es raus. Ach so. Sie müssen nichts zahlen, kein Problem. Sie müssen uns einfach checken. Checken? Checken. High five. Hauen Sie uns. Ja, wie sollen wir jetzt Check am Telefon machen? Geht doch gar nicht. Das werden Sie mit dem Finanzberater machen. Lachst du mich aus, oder was? Wie bitte? Lachst du mich aus? Nee, ich werde Sie per WhatsApp anschreiben. Also unter dieser Nummer werden Sie mich immer erreichen. Nee, das Festnetznummer, da gibt's nichts mit WhatsApp. Nee, wir haben eine andere WhatsApp-Nummer, das hier ist eine Festnummer. Unter der WhatsApp-Nummer können Sie mich erreichen, aber wissen Sie, jetzt gibt es überall auf der Welt, vor einer Stunde ist passiert, Probleme mit WhatsApp, Sie können es auch auf Ihrem Handy checken. Weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung, wo das Ding liegt, ich habe das irgendwo hingelegt und kann es nicht mehr finden. Okay, morgen denke ich, wird WhatsApp wieder arbeiten. Also bei uns ist es irgendwie nicht okay mit WhatsApp. Ja, liegt bestimmt, arbeitet WhatsApp auch nicht. Liegt bestimmt am EU-Austritt, hättet ihr mal geblieben. Nee, nirgendwo arbeitet WhatsApp. Sauerei. Das ist ein Problem. In den Nachrichten steht auch, WhatsApp arbeitet nicht. Machen die Streiken oder was machen die? Keine Ahnung, vielleicht wollen die irgendwas anderes machen. Die hören auf. Muss ich mir doch endlich mal Telegram runterladen, warte mal eben. Die hören damit nicht auf. Hast du gerade gesagt, die wollen was anderes machen? Nee, vielleicht ein Update machen, keine Ahnung. Ah, never play on Patch Day, da kann ja nicht klappen. Ja. Was zockst du so für Spiele? Welche Spiele? Intellektuelle. Intellektuelle? Was denn zum Beispiel? Ein Rätsel zum Beispiel. Ein Rätsel? Ja, also... Lerne neue deutsche Wörter, neue englische Wörter. Ah, kennst du? Französisch lernen, Duolingo. Kennst du das, das deutsche Wort ungehobelter Flegel?
Nee. Das ist eine Beleidigung aus dem Mittelalter. Hast du was gelernt heute? Und was bedeutet das? So, du hast kein Benehmen. So in etwa. Schlechte Manieren. Okay. Und kannst du Russisch, nicht Russisch, Französisch schon gut? Nee, ich kann Französisch überhaupt nicht, aber das ist meine Sprache, die ich lernen will. Ach so. Ist gut. Also Französisch klappt nur mit der Sprache noch nicht, ne? Ich kann so ein paar Wörter so. Ach so. Ja, Bonjour kriege ich auch noch raus und so. Ich kann sagen, je m'appelle Bianca. Ah, das ist schon mal gut. Ja. Sieh mal hin einen Anfang. Dann weiß man schon mal, mit wem man zu tun hat, nicht wahr? Klasse. Freut mich ganz besonders. Und was machst du heute noch? Erzähl mir. Was ich heute machen werde? Ja. Also ich denke, dass das hier mein letzter Anruf ist für heute. Oh, wann hast du Feierabend? Mein Arbeitstag ist schon zum Ende gekommen. Ah, wie lange arbeitest du? 20 Uhr oder? Nee. Nicht? Wann denn? 19:30? So bis 6. Da bist du hier schon 1,5 Stunden drüber. Ja, weil ich heute eine Doppelstunde hatte. Doppelstunde? Aber das hatte ich zuletzt in der Schule, wenn wir Mist gemacht haben im Unterricht, haben wir Doppelstunde gekriegt. Nee. Hast du Strafarbeit bekommen? Nee, ich habe digitales Studium. Ich musste meine Doppelstunde digital besuchen. Und jetzt muss ich die Zeit, die ich dort verwendet habe, wieder aufholen. Ach, das kenne ich. Ist das nicht das, was bei Harry Potter Hermine mit dieser Zeitmaschine gemacht hat, dass die in mehrere Kurse gleichzeitig konnte? Keine Ahnung. Nee, das musst du dir auch immer so ein... Wie hieß denn das Ding? Ich komme gerade nicht drauf. Können die Leute hier in die Kommentare schreiben. Aber so ein Ding wäre doch echt nützlich, oder? Ach, naja, bestimmt eigentlich schon. Meine Güte, ich komme nicht drauf. Wie heißt diese... Hast du Harry Potter geguckt, die Filme oder die Bücher gelesen? Aber wie heißt dieses Ding von Hermine, wo die durch die Zeit fliegen können? Ich hab Harry Potter vor 6 Jahren zum ersten Mal gesehen und... Das war's. Nur einmal. Gesehen oder gelesen? Nee, gesehen. Oh, hast du nicht die Bücher gelesen? Nein. Schande. Musst du unbedingt machen. So eine Schande? Ja. Ach, tut mir leid. Sei dir verziehen, du Muggel. Tut mir recht. Haben Sie die Bücher gelesen? Ja, ich hab dich hier stehen. Ah, super. Ich habe vielleicht andere Bücher gelesen. Hast du Karl Marx, das Kapital, gelesen? Nein. Warum nicht? Du musst lesen, das ist ein Buch von Präsident Putin. Karl Marx, das Kapital, ich schreibe es mir mal auf und ja. Kann ich es auf jeden Fall lesen. Klasse, klasse. Das sagst du jetzt nur, weil ich sonst auflegen würde. ich habe noch sehr viele Kunden, die ich anrufen kann. Mir hast du doch gesagt, ist Feierabend, wenn du fertig bist mit mir, wenn du mich fertig gemacht hast. Hast du morgen nicht frei nach so einem langen Tag? Nee, ich muss morgen arbeiten. Oh, müssen wir mal die Gewerkschaft anrufen, das geht ja gar nicht. Ja. Wirst du da... Ich bin hier fast die Letzte. Bist das Letzte? Sag doch sowas nicht von dir selber. Nee. Das ist meine Aufgabe. Die Letzte. Nein, du bist gut. Mach dich nicht selber so runter. Mach dich nicht kleiner, als du bist. Ich mach mich nicht kleiner. Ich meine, alle meine Kollegen sind fast nach Hause gegangen. 90% Männer arbeiten hier. Gerade befinden sich hier 30 Männer und ich eine Frau. Also, es ist gut. Hast du große Auswahl oder nicht? Ja. Oder sind die alle nicht so hübsch im Callcenter? Ich weiß nicht. Jetzt musst du doch wissen, ich kann dir ja nicht. Kannst du ja deine Webcam. Ich kann, kannst du ja deine Webcam mal anmachen, dann kann ich gucken, ob das hübsche Jungen sind. Ich mache sie. Ich eine Auswahl treffen. Das weiß ich ja nicht. Also, ich gehe jeden Tag schwer arbeiten, mache 5-mal die Woche Sport. Ich glaube, ich nehme sie mit denen allen auf. Aha, super. Super. Ist so. Meine Güte. Wer schreit da im Hintern? Hat der Schmerzen, der Mann, oder was? Nein, das ist der Russe. Ja, okay, bei Russen, die immer schreien. Kannst du froh sein, dass ich habe Halsschmerzen, sonst würde ich auch schreien. Wir haben German Desk, wir haben rumänischen Desk, wir haben französischen, spanischen und der russische Desk ist der lauteste, ich schwöre. Das glaube ich. Die Russen, die haben alle so riesige Dachschaden, aber gute Dachschaden, weißt du. So, das sind so Leute, die sagen, alles klar, die Russen kommen zur Tür und wird gute Party heute. Hören Sie. Ruf mal die Nachhuhin nach hinten, dann soll die Klappe halten.
Wie heißt der? Ja. Keine Ahnung. Hört sich an wie ein Romanov. Muss ich nachher mal fragen, ob er Familie Romanov ist. Ne, werden wir später fragen. Musst du unbedingt machen, weil wenn das ein Romanov ist, dann habe ich eine Wette gewonnen und dann kriegst du einen Kuchen. Okay. Aber Kuchen kann ich nicht nach England schicken, bis dahin ist das schlecht. Ich werde dann nach Deutschland kommen. Oh, wann denn? Wenn der Kuchen bereit wird. Ah, oh, warte, also musst du Helikopter schnell holen, ja. Weil dann mache ich den heute noch. Oh, super. Ja, klar. Ich habe morgen frei, da kann ich richtig schön Kuchen machen, da können wir Candlelight-Kuchen und dann geht das richtig schön Abend. Leider habe ich morgen nicht frei. Ah, ich schreibe dir Attest, ich bin Date-Doktor. Sagst du, du bist krank morgen. Okay. Krass, ist gut. Ich denke, das wird nicht abgehen. Was geht nicht ab? Kannst du nicht krank machen? Ich kann nicht krank sein. Nee. Warum nicht? Ist Corona, jeder kann krank werden. Weil die sehen, dass ich fit gesund bin. Ah ja, aber seien wir doch mal ehrlich, dir kann es jetzt noch gut gehen und nächste Stunde kommst du nicht mehr von Toilette runter. Das weiß man doch vorher nicht. Ne, kann sein, ja. Also. Komm, wir müssen einen Plan aushacken. Kriegst du Krankengeld, wenn du nicht zur Arbeit gehst? Ja. Siehst du. Nicht keine Probleme, da ist der Flug schon halb bezahlt. Was, gut, dann müssen wir jetzt immer ein bisschen weiterdenken. Was ist deine Lieblingsfarbe? Rot. Rot, das ist eine gute Antwort. Russland, die Farbe von Russland ist auch rot. Sehr gut. Aha. Jetzt darfst du etwas fragen? Wir machen jetzt immer abwechselnd. Egal welche Frage. Klar. Okay. Muss die Antwort ja, nein sein oder? Das darf auch eine offene Frage sein. Du hörst ja, ich kann mich gerne mit Menschen unterhalten. Okay, woher kommen Sie? Baden-Baden wohne ich. Ach, ich liebe Baden-Baden. Ich ja, mag Baden-Baden. Schon mal da gewesen? Das ist dort sehr schön. Natürlich. Das ist die russischste Stadt außerhalb von Russland. Das ist eine sehr grüne, schöne Stadt. Mir gefällt es dort sehr. Ja, es ist eine schöne Stadt. Vor so 10 Jahren. Ah, oh, viel passiert in den letzten 10 Jahren. Viel ja, passiert. Ja. Aber ist eine schöne Stadt. Ist richtig, richtig schön. Ja. Kann man gut leben, kann man gut wohnen. Bisschen viel Japaner-Touristen, aber die sind meistens sehr korrekte Leute. Ganz viele Russen, also auch total korrekte Leute. Nicht alle, aber viele. Ist richtig ja. Gut zu wohnen. Macht Bock. Sie haben so einen Dialekt. Ja. Zweite Frage. Woher kommt der Dialekt? Russland. Habe ich doch schon gesagt. In Russland gelehnt. Ja. Sie hier gelebt haben. Nein, gelebt habe ich nie. Ich wohne immer noch in dem gleichen Haus, in dem ich gezeugt, geboren und aufgezogen wurde. Aber hey, wenn zu Hause wird Russisch gesprochen, ne? Ich kann den Russen rufen, wenn sie mit denen sprechen wollen. Nein, was will ich mit einem Schreihals, wenn ich mit hübscher junge Frau kann sprechen? Danke schön. Ah, ich bin Lachesel heute. Danke. Wofür danke, dass ich ein Lachesel bin? Nee, für das Kompliment zuvor. Ah, das ist doch nur die Wahrheit. Klasse. Ah, jetzt kann ich ja sogar zwei Sachen fragen. Ach, okay. Ah, warte, jetzt muss ich überlegen. Das ist schwierig. Wenn nicht, dass die Frau auflegt, ne? Muss ich überlegen, was frage ich denn? Wie groß bist du? 1,60. Ah, süß! Cool, kann man auf die Schultern tragen. Oh, ich mag das. Ich mag das. Und wie groß bist du? Ah, rate mal. Groß? Ja, richtig groß. 1,90. Ha, 2,04 Meter. Richtig, wirklich? Ich baue Häuser. Kannst du keine Zwerge da hinsetzen? Ich habe gesehen, dass Häuser Zwerge bauen. Ja, die Hobbit-Hölle aus Herr der Ringe zählt nicht. Verstehst du? Wir wollen nicht in Hobbit-Höllen wohnen. Wir wollen Wolkenkratzer bauen. Wieso kein Basketball, so kein Sport? Nein, ich mach keinen Basketball. Das ist nicht so ganz mein. Das ist nicht so. 2,04. 2,04, ja, 2,40 wäre ein bisschen arg groß. Der Arzt sagt immer schon, wenn der noch länger wäre, dann kippt der nach vorne. Und muss ich ja nicht unbedingt haben. Okay. Sonst ist es gefährlich, ne?
Ich hoffe, du hast jetzt keine Angst vor mir. Nee. Gut, gut, gut. Okay, die nächste Frage. Ah, die nächste Frage, nächste Frage, nächste Frage. Was ist denn dein liebstes Hobby? Mein liebstes Hobby? Also außer telefonieren, ne? Wissen Sie, das macht mir richtig Spaß. Ja, mir auch. Das macht mir wirklich Spaß. Wenn es nicht Spaß machen würde, hätte ich Ciao gesagt und wäre gegangen. Oh, da wäre ich aber böse gewesen. Da hätte ich auch aufgelegt. Hinterher nochmal. Aha. Okay. So wie wenn einer sagt, Sie sind gekündigt und ich sage, nein, nein, Sie können mich nicht kündigen. Ich kündige. So hätte ich dann gesagt, nein, ich lege auf. Ja. Muss ja das letzte Wort behalten, ne? Aha, ich hätte sie wieder angerufen. Ich hätte sie so lange angerufen, bevor sie mir antwortet. Hey, hast jetzt jemand eine Nummer? Ist ja kein Problem. Oh, ich habe schon wieder viel zu viel Wodka getrunken heute. Aber das Leben ist so schön, um nicht zu trinken. Schon am Montag. Wieso? Ist Montag heute? Ja. Warte mal. Scheiße, ich dachte, ist heute Sonntag. Nee, Montag. Blöd. Okay, habe ich heute... Gestern gearbeitet. Habe ich heute Sonntag? Mhm. Warum? Wir arbeiten 7 Tage pro Woche. Wow, ich hoffe, die bezahlen gut, wenn du da Sonntag sitzen musst. Naja, gut. Was kriegst du die Stunde? So, nicht schlecht. Darfst du nicht sagen, ha? Ja. Gut, dann frage ich, warte, ich frage mal was anderes. Wie viel... Meine Hobbys, eine Frage wurde schon gestellt, meine Hobbys. Ja, richtig. Also ich mag Sport treiben, spazieren, Bücher lesen und gute Filme schauen. Ah, was ist... Ah, jetzt hätte ich ja fast schon wieder eine Frage gestellt. Nein, welche denn? Ich hätte jetzt gefragt, was ist bei dir ein guter Film? Ein guter Film? Ich mag Komödien, amerikanische Komödien. Blöd, amerikanski. Und irgendwelche spannende Filme. Horror, oder? Horror mag ich. Ja. Klasse, ja, klasse. Das ist gut. Ja, komm, ich duze manchmal sieze ich. Ja, man entscheidet dich blöd. Komm, wir gehen Blair Witch Project gucken, Popcorn essen. Aber Popcorn ist zu amerikanisch. Wir machen das wie die Russen, die fressen immer Sonnenblumenkerne. Essen sie auch Sonnenblumenkerne? Nein, aber ich mag auch den ganzen amerikanski Kram nicht. Amerikanski. Guck mal, sehr schön. Kannst du schon gut sagen. Ich helfe dir für Job bei russische Botschaft in Hamburg. Da musst du nicht mehr Sonntag arbeiten. Ach, da bist du. Da wird Samstag so gesoffen, da kannst du Sonntag gar nicht mehr arbeiten. Ich trinke nicht. Warum nicht? Lass mich raten, die richtige Gesellschaft dafür fehlt. Das kann ich mir gut vorstellen. Nee, ich bin Zazosch. Das gibt's ja nicht. Ja. Du weißt gar nicht, was du verpasst. Und was verpasse ich? Party, Spaß, ja. Action. Vielleicht besuche ich Partys, aber man muss ja nicht unbedingt trinken, damit man Spaß hat. Ja doch, das ist so wie wenn man den Fernseher anmacht, aber den Ton nicht anschaltet. Man sieht zwar das Bild, aber so das das gewisse Extra fehlt. Ja, danke. Bitte, ich mein's wirklich. Darum darf ich auf der Baustelle auch den Bagger fahren. Die anderen sind da zu blöde für. Wirklich? Nee, nicht alle, aber die meisten. Bevor ich da angefangen habe. WhatsApp? Nein, das ist Festnetznummer. Wie soll ich da WhatsApp haben? Scheiß Katze. Warte, mein Katze nervt. Ich habe als Profilbild mein Katze. Da kannst du gar nichts angucken. Komm her. Vielleicht kannst du, warte, ich hol mal die Katze auf meinen Schoß, vielleicht kannst du die Schnurren hören, warte. Komm, sing für die hübsche Devoschka. Komm. Sie ist schüchtern. Also die Katze. Ne, die will gerade, die will gerade. Ja, das ist sehr gut, vielleicht mögen die beiden sich ja auch. Ich sehe, diese Katze ist so blöd, ich kann die jetzt an den Vorderpfoten nach oben und die geht nach unten bis zum Boden und die schnurrt trotzdem noch. Die wird nicht meckern, die wird mich nicht hauen mit der Katze. Die könnte alles machen, ich könnte sie in den Backofen setzen. Ich habe noch nie so eine blöde Katze gehabt, aber ich liebe dieses Viech. Naja. Ist das wieder der Russe da im Hintergrund?
Ja. Der braucht dringend eine Frau, der Mann ist total aggressiv. Er spricht richtig laut, immer spricht er laut, er ist der lauteste. Wissen Sie eigentlich, können andere Kunden, meine Kollegen nicht hören, weil es hier immer richtig laute Musik gibt. Immer richtig laut, aber... Musik bei der Arbeit? Wissen Sie, wie laut die Musik ist? Ich höre gar nichts. Sie ist richtig laut, weil sie jetzt ausgeschaltet ist. Ja, also ganz ehrlich, ich habe das neulich, ich habe neulich mal so einen gehabt, der rief mich an, der hat auch irgendwas. Aber der ist so irgendwie so ganz laut, ich mag ja Musik, aber so im Hintergrund, ich dachte, der ruft... So eine Musik und die ist richtig laut. Ich dachte, aus welches Bumsbude ruft der mich denn an? Irgendwann, ich habe überhaupt nicht verstanden, was der von mir wollte. Ich habe dann irgendwann aufgelegt, weil so macht man doch kein Business mit Menschen. Aber wissen Sie, an unserer Börse sind sehr viele Leute, mehr als 100. Ich bin eine der wenigen weiblichen Frauen hier. Habt ihr auch männliche Frauen? Nee. eine schon, irgendwie schon, ja. Oh mein Gott, also sind diese Kampflesben oder was? Irgendwas, sowas schon. In jeder Hand eine Parkuhr und Feuerlöscher auf dem Rücken und dann... Auf der englischen Desk, ja. Am englischen Desk, na okay. Ja. Verrückte Sache. Aber hey, da gibt doch auch, wenn man die anderen Leute nicht hören will, gibt doch auch gute Headset. Weißt du, ich habe mal bei einem Callcenter gearbeitet. Wir haben ein gutes Headset gehabt. Da konnte einer nebendran sterben. Der Kunde hat es nicht mitbekommen. Wissen Sie, ich kann Sie morgen, wenn Sie wollen, um 2, 3 anrufen. Sie werden die Musik hören. Oh, nein, will ich ja gar nicht. Wenn ich Musik hören will, mache ich meine Musik an. Sie sind ein Glücksbiss. Sie können mit mir ruhig labern, weil es hier keine Musik mehr gibt. Ja, das ist doch gut. Irgendwas Gutes muss ja passieren am Tag. Und wenn, dann gleich richtig, ne? Ja, natürlich. Hatte ich so einen scheiß Kunde, weißt du, der kam auf Baustelle, wollte gucken, wie weit sind wir mit seinem Haus. Was macht der? Läuft durch Zement durch, der Idiot. Jetzt müssen wir alles neu machen morgen. Ja, wieso? Ne, der kam bei Haus, wollte sich angucken, wie weit sind wir mit seinem Fundament gekommen. Was macht er, anstatt wie ein Mensch mit den Augen zu gucken, ist reingelaufen, der Idiot. In Zement, in nasse Zement reingelaufen. Und ist am Heulen, seine Schuhe kaputt. Er sagt, was willst du mit deinen 20-Euro-Schuhen von Lidl? Sagt, Fundament war 3 Tage Arbeit und du läufst da durch wie so blind wie ein Maulwurf. Gut, das habe ich natürlich nicht gesagt, weil ist der Kunde, aber blöd, wie dumme Menschen das gibt. Er muss sich jetzt neue Schuhe leisten. Und neue Fundamente. Das muss er im Endeffekt, je länger wir brauchen, desto mehr muss er bezahlen. Also von daher ist es seine Schuld. Ja, okay, kein Problem. Oh, Menschen sind manchmal wirklich einfach nur zum Schlagen. Ist doch wahr, oder nicht? Ich höre den da hinten immer noch. Ja. Der erzählt gerade von seiner Großmutter, der Typ. Wieso? Ich habe irgendwas mit Großmutter und Plätzchen, also so Keksen, verstanden. Ah. Ich weiß nicht, was er da macht. Er scheint gute Zeit zu haben. Ist er ein guter Mann? Bei Arbeit so? Wer, der Russe? Ja, klar. Eigentlich wissen Sie, er ist ein junger Mann. Er ist nicht so groß, so alt. Er ist auch nicht groß. Auch nicht. Alt. Er ist ungefähr so 1,70 bestimmt. 1,70? Und so 28 Jahre alt, denke ich. Oh. Um die Zeit sind Russen eigentlich in der Armee, aber der war wahrscheinlich zu klein, da haben die den nicht genommen. Hören Sie, was er redet? Hören Sie mal ganz kurz zu. Verstehen Sie, was er da sagt? Das ist zu viel Echo. Eben diese ein, zwei Worte habe ich verstanden, aber das ist so zu viel Echo. Wie wenn man so einen Lautsprecher bei Handy dran macht. Na, okay. Wollen wir hier nicht spionieren, hier nicht, dass ihr irgendwelche Beziehungssachen erzählt. Wir wollen hier nicht stalken, ne? Und macht er gute Arbeit oder ist er eher so ein Ankündigungslord, der immer nur Sachen sagt und dann nicht macht? Nee, er macht gut. Ich denke, er macht gute Arbeit. Gott, Gott, Gott. Macht er nicht, sonst kommt Putin und muss sich die Ehre Russlands retten. Ah, ich bin verrückter Vogel. Ich weiß. Haben Sie eine Familie? Ja, Familie. Ja, nächste Frage. Guck mal, sind wir da wieder. Familie ist, meine Mutter ist mit meinem Vater zurückgegangen nach Russland. Ganze Familie da eigentlich sich am Rumtreiben und ich mache Fettkohle. Okay, Sie machen Fettkohle. Sind Sie verheiratet? Nein. Nein? Noch nichts Würdiges gefunden.
So ein interessanter Mann und noch Single. Wirklich? Ja, ich nehme doch nicht jede Bordsteinschwalbe, die da angelaufen kommt. Das muss sich lohnen. Ah, aha. Auch noch wählerisch, der Junge. Ja, aber man lebt nur einmal, nicht wahr? Außer wählerisch. Ja, ist so. Ja. Will hier nicht irgendeinen hässlichen Vogel da sitzen haben. Da kann ich mir einen Wellensittich kaufen. Nächste Frage, von mir, nächste Frage. Ah, jetzt gehen wir aber gut in den Vorsprung. Gut, ich spiele mal mit. Möchtest du... Sie große oder kleine Mädchen? Ah, das ist mir völlig egal. Das Herz muss stimmen und die... Das Herz muss stimmen und die Augen müssen stimmen. Okay, gute Antwort. Sehr gut, super. Ist einfach so. Guck mal, jetzt hast du 10 Fragen gestellt, wenn wir gerade beim Thema sind. Was hast du? Nicht 10. Wenn man anfängt zu zählen, sind das nicht 10. Na, die 2, 3. Ein paar mehr. Jetzt bin ich dran. Augenfarbe. 2, 3. Meine Augenfarbe? Ja, klar. Oh, sehr gut, sehr gut, ja. Sehr gut. Und dann bestimmt blond, oder? Nee. Nicht? Braune Haare. Ah, das ist eine seltene Kombination. Guck mal, du bist schützenswertes Exemplar, Mensch, Naturschutz. Ja. Muss ich gleich hier bei muss ich gleich irgendwo anrufen, dass du beschützt wirst. Ja. Ja, in England drüben kann ich das nicht selber machen, sonst hätte ich gesagt, ich komme vorbei und bring dir einen Kalaschnikow. Hast du eine Waffe? Ja, klar. Wenn die Leute nicht nett sind am Telefon, dann sagst du hier. Nee, danke. Oh, du bist lieber Nahkampf mit Fäusten und Messern. Ist okay. Ich meine doch, ich habe hier 90% Männer, die es schützen können. Ja, aber glaubst du, das sind doch alle nur da, weil die Geld machen wollen? Glaubst du, wenn du hast du Probleme, dass die helfen? Ich hätte es nur nicht gehabt, aber dann musste ich Auto, war in Werkstatt, musste ich mit Bus fahren. Da war so Gesichtsotter, die haben so eine alte Frau gelästigt, weil die nicht mehr gut laufen konnte. Glaubst du, irgendeiner da vorne ist aufgestanden? Oh, okay. Sei froh, Bus ist schrecklich. Eigenes Auto. Oh, blöd. Was hast du für Auto? Ah, scheiße, ich habe eine Frage geopfert. Ist die nächste Frage. Zählt das jetzt schon oder kann ich die Frage noch zurückziehen? Nee. Ich habe eine BMW. BMW, bayerischer Mistwagen, blöd. Kennst du? Warum nicht? Was würden Sie wählen? BMW oder Mercedes? Hauptsache es fährt. Und definitiv russische Lada. Russische Lada. Na, also ja. Putin hat eigene Autokollektion. Ich denke, ich habe mal sowas gehört oder gelesen irgendwo. Ja. Es gibt ja sonst immer, gibt ja Wodka Gorbatschow, Wodka Putinov, Wodka Medvedevnov und weißt du, Putin ist halt der Erste, der gesagt hat, warum soll ich immer nur eigenes Wodka machen? Ich mache eigen Auto. Oh, super. Ist gut, weil viele Russen haben kein Geld für ein Auto und jetzt ist das Auto von Präsident Putin ist subventioniert, das können sich fast alle leisten. Und wer sich das nicht leistet, der geht nicht arbeiten. Ach so. Ist so. Gibt ja auch in Russland faule Menschen. Ja, aber sie sind nicht faul. Sie sind ein Bauarbeiter. Nee, ich bin nicht faul. Ja, ich meine, sie sind nicht faul. Ja, ich weiß, dass ich nicht faul bin. Wenn ich mal überlege, heute 10 Stunden Zementsäcke rumtragen, irgendwann ist halt auch mal gut, ne? Naja. Macht sich ja alles nicht von alleine. Und dann kommt dieser Depp und läuft da durch mit seinen Lackschuhen. Ich fand das gar nicht lustig. Lachst du mich aus? Nee, ich lache den Depp aus, der neue Schuhe kaufen muss. Ja, der, was für ein Dummkopf. Ja, der Typ ist ein richtiger Dummkopf, ey. Wahnsinn. Er muss richtig dumm sein. Ich könnte einfach durchlaufen. Ja, einfach gucken, wie so normale Menschen stehen bleiben und sagen, aha, aha. Ich meine, das sieht man doch, wenn die Sonne da drauf scheint. Das ist wie wenn es geregnet hat. Man sieht doch, dass die Straße nass ist. Läuft er da in den Zement rein, der Idiot? Bestimmt läuft er da rein, weil er ein Idiot ist. Ja, natürlich. Weiß nicht, was der gedacht hat im Kopf. Abend gemacht. Sie haben meinen Abend richtig gemacht, danke. Das freut mich. Meine Güte, ist eine Frechheit, dass du in England wohnst. Ja, wenn sie wollen, können sie auch nicht investieren. Was? Ich kann sie morgen anrufen. Und dann? Dann können sie investieren. In einen Abend, wo wir Pizza backen? Nee.
In MetaTrader 5. Ich will aber Pizza backen. Pizza backen? Ja. Stellen Sie sich eine Pizza? Nee, selber backen. Ach, das kostet Zeit. Natürlich. Zu lange. Hast du noch nie Pizza selber gebacken, oder was? Ich habe eine Pizza selber gebacken, ja. Na also. Schmeckt doch tausendmal besser, oder nicht? Naja, wie zu Hause. Also, wie so ein Home-Essen. Wie so ein Home-Essen. Da hast du keine gute Rezept. Ich habe einen Kumpel, der ist Italiano. Ich habe beste Rezept. Sein Vater hat eine Pizzeria. Ach, wow. Er hat mir Rezept gegeben. Eine Pizzeria. Darf er eigentlich nicht. Wird das verkauft werden. Hätte mich auch gewundert, wenn es in einer Pizzeria keine Pizza gibt. Hahaha. Ja. Ah, du bist ein lustiger Otter. Magst du Otter? Ah, scheiße, ich habe eine Frage gestellt. Was ist Otter? Otter, die Tiere. Kennst du nicht Otter? Mm-mm. Warum nicht? Muss mal, gib mal bei Google ich Otter. Das Wort nicht. Gib mal bei Google ein Otter. Einen Moment. Ist bestimmt so. Kennen. Otter ja. Gut oder nicht gut? Ha? Keine Ahnung. Du musst doch wissen, ob du Otter magst. Ich möchte mal eine Otterfarm haben, wenn ich alt bin. Ich möchte die züchten. Ach. Ich möchte es nicht. Oh, willst du nicht auf meiner Otterfarm leben? Egal wie gut die Otter sind. Nee, will ich nicht, danke. Blöd. Jetzt bin ich beleidigt. Was bedeutet das? Dass ich jetzt beleidigt bin. Ach so. Ja. Wo denn? Weil meine Otterfarm ein Angebot ist, das kriegt man nur einmal im Leben. Ach so, und so einen Anruf kriegt man auch einmal im Leben. Richtig, von daher müssen wir jetzt gucken, was wir draus machen. Wo, zu welches Flughafen fliegst du bei Deutschland? Ich hab einen Helikopter und ich kann landen, wo ich will. Erzähl nicht so einen Quatsch. Spiel nicht mit meinen Herzen. Schreibst du gerade auf, Hilfe, ich werde von Russen belästigt? Ich höre dich tippen. Nein. Darf doch gerade den anderen zu Hilfe rufen. Ich beiße nicht. Ich traue mich. Meistens nicht. Was ist los? Nichts. Bist plötzlich so schüchtern. Nee, ich checkte mein WhatsApp. Wie? Arbeitet noch nicht. Bin ich so langweilig? Nein, eigentlich nicht. Na also. Was ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen? Pasta. Ah, gute Antwort. Was für Pasta? Eigentlich mag ich alles. Ich weiß nicht, so... Irgendwas kann ich nicht auswählen. Okay, gut. Sehr gut, sehr gut. Italienische Küche ist sehr gut. Naja, ich mag italienische Küche, aber ich kenne auch russische Küche. Ja, ist auch ganz lecker. Aber sag mal, du hast auch so kleinen Akzent. Wo kommst du her gebürtig? Aus England vielleicht? Nein, dafür ist dein Deutsch fast zu klar. Danke, ich habe ja in Deutschland gelebt. Ich bin in Deutschland aufgewachsen. Ah, wo denn? In Düsseldorf, Ratingen. Düsseldorf? Ist auch schön. Aber das ist kein britischer Akzent, was du hast. Sag mir, wo du herkommst. Vielleicht werde ich diese Frage nächstes Mal antworten. Ah, es gibt ein nächstes Mal. Ich würde ja irgendwas sagen östlich von Deutschland. Vielleicht. Ich würde sagen, Rumänien, Bulgarien, sowas in die Richtung? Nee. Nicht? No. Ah, die geografische Richtung stimmt, oder? Mm-mm. Nie? Jetzt musst du mir sagen. Sonst kann ich nicht schlafen heute Nacht. Ach, super. Kein Problem. Ja, für dich nicht. Dann werden Sie meinen Anruf erwarten. Ah, oh, das ist jetzt Erpressung. Mhm. Ich bin hier die russische Mafia, nicht du? Vielleicht kann ich die Rolle auch übernehmen. Ah, die Rolle der Mafiosi. Verstehe. Hast du den Film Der Pate wenigstens geguckt, damit du auch weißt, wie das geht? Nein. Ja, guck mal, dann was willst du gegen Don Dimitri machen?
der... Warte, werde mal gucken. Was denn, den Film? Das sind drei Teile, 3,5 Stunden. Das kannst du bis morgen nicht angucken. Ich weiß, ich habe es mir gerade eben hier im Google nachgeguckt. Und er sitzt mit einer Zigarette. Nein, Zigarre, wenn schon. Pater raucht keine Zigarette. Der ist doch kein, billiger Billo aus Kasachstan. Tut mir leid. Gott, der Pate wird dir verzeihen, diesen Frevel. Vielleicht. Ja. Was futterst du da? Bist du am Essen? Ja, das war mein Schlüssel. Wenn wir hier reinkommen, müssen wir unsere Handys draußen lassen. Und die werden abgeschlossen. Das ist mein Schlüssel von meinem Handy. Oh. Ich habe keinen Zugriff zu meinem Handy während mein Arbeitstag. Ah, das ist gut, aber du bist doch bestimmt so schlau, dass du deine Nummer auswendig weißt. Nee. Oh, erzähl mir nichts. Ja. Los, gib mir, ich schreibe auf. Ihre Nummer sehe ich jetzt. 49486199978. Ja, das ist aber Festnetz, das zählt nicht. Okay, diktieren Sie mir Ihre WhatsApp-Nummer. Nee, ich habe zuerst gefragt. Was sehen wir denn hier? Oder bist du bei Instagram? Man muss Mädchen... Hä? Bist du bei Instagram? Nee. Warum nicht? Facebook? Man muss... YouTube? Nee, Facebook benutze ich nicht. Das ist schon mal gut. Weil es auch von Amerikanski. Ach so, Sie benutzen nicht das, was von Amerikanski ist? So wenig wie möglich. Achso, und was benutzen Sie? Instagram? Ja, Instagram gehört aber den Chinesen. Die Chinesen sind Verbündete von Präsident Putin. Super, Sie können mir Ihren Namen diktieren. Nee, ich habe ja kein Instagram. Ich wollte nur mal gucken. Ich habe ja schon ein Instagram. Sag mir. Nee, wie wirst du es dann sehen, wenn du kein Instagram hast? Ja, angucken. Ich muss ja nicht kommentieren oder Herzchen geben, aber ich kann gucken. Nee, man muss sich anmelden. Wirklich? Ja, damit man den Account die Seite sieht, muss man sich anmelden. Wenn Sie keinen Account haben, können Sie es nicht machen. Okay, das ist schlecht, aber da kannst du mir dann ja schon mal geben, da kann ich mich nachher anmelden. Nee, du kannst dich anmelden, da kann ich es später sagen. Ja, warte, ich melde mich. Mach mir eben. Ich gehe mal kurz ins Wohnzimmer zu Computer. Meine Güte, so, was tue ich alles für dich? Ach. Was jetzt tu nicht so? Als ob das nichts wäre. Das sind Jetwe. Gib mir, du darfst dir sogar meinen Namen aussuchen. Wie soll ich mich nennen? Ich bin schlecht bei sowas. Hier steht Hans Herbert Maulwurf, richtig? Was? Was wie steht da? Sie denn? Was steht da für ein Name? Ist das Ihr Name? Nein. Hans Herbert Maulwurf. Ich bin doch kein Maulwurf, Blärt. Was ist das für ein Name? So heißt doch niemand. Der nächste heißt Theodor Katze oder was? Ist das nicht Ihr Name? Die Nummer gehört doch Ihnen. Das ist nicht mein Name. Und wie heißen Sie dann? Ich bin Dimitri. Dimitri, Sie sind nicht unter meiner Kundenliste. Hier ist Hans Herbert Maulwurf. Keine Ahnung. Sprechen Sie überhaupt Russisch? Da. Ah, jetzt lädt diese Seite nicht. Sag mir mal, wie ich Instagram aufmachen kann. Okay, hier steht deutschlandweite Störung bei WhatsApp, Instagram und Facebook. Da kann ich mir jetzt gar keinen Account machen. Ja. Super, dann sag mir, wie heißt du bei Instagram? Ich habe eine Frage, jetzt bin ich dran. Oh, hast vorhin so viel haben gefragt. Haben Sie mit dem Russischen angelogen? Ein bisschen. Ich bin Grieche. So? Ich gebe mich lieber als Russe aus. Warum denn? Weil niemand die Griechen mag. Ich habe nichts gegen Griechen. Das ist gut. Viele Menschen mögen die Griechen nicht, weil die damals die Perser nicht aufgehalten haben. Na so. Ja, und im Krieg haben die halt mit den Deutschen gekämpft. Ne? War halt nicht so gut. Mhm. So, wie heißt du jetzt bei Instagram? Sag mir. Ich heiße Bianca. Bei Instagram. Einfach nur Bianca. Weiter können Sie suchen. Oh, und wie soll ich dich erkennen? Sagst du mir? Irgendein Bild, irgendein Detail? Vielleicht nächstes Mal. Oh nein, du kannst mich jetzt nicht so hängen lassen. Ich brauche meine Nachtruhe. Schönheitsschlaf. Nee. Doch.
Hey, gib es mir jetzt den Namen oder ich fange an zu singen. Ah, Sie können auch singen. Lang lebe Putin, der Führer von Russland. Guck mal, jetzt habe ich gesungen, jetzt bist du dran. Singst du mit mir das Lied von Pokémon? Nein, ich singe überhaupt nicht, ich kann nicht singen. Ich auch nicht, hast du doch gerade gehört. Ist doch egal, muss Spaß das machen. Das war doch gut, das war doch gut. Nein, überhaupt nicht. In einem Chor auftreten. Nein, niemals, die Leute laufen weg und ich muss hinterher Schadenersatz bezahlen. Sie werden der Größte. Ja, die größte Lachnummer. Nee, Sie sind doch 2 Meter groß. Ja, trotzdem, das will ja keiner hören, wenn ich da anfange zu singen. Du lachst mich die ganze Zeit aus. Eigentlich dachte ich es andererseits. Sagst du was nochmal? Eigentlich dachte ich, dass es anders ist. Dass Sie vielleicht mich auslachen. Habe ich? Nein, warum sollte ich das machen? Weil du irgendwie so... Keine Ahnung. Wolltest du gerade sagen, weil du schwul bist? Ich habe das schon gehört. Irgendwie so gesprochen haben. So, jetzt musst du mir noch sagen, was hast du bei Instagram, wenn ich dann 1000 Bianca sehe, welches Bild hast du drinnen? Wie kann ich dich finden? Sie haben meine Instagram-Seite, Sie können mir Ihren Namen, überhaupt, Sie können mir Ihre aktuelle Nummer geben. Ich kann mich jetzt hier nicht anmelden, das ist ja kaputt gerade alles. Aber Sie können mir Ihre Nummer geben, ich werde Sie morgen melden. Ich habe zuerst gefragt. Mädchen muss man Ustupait machen. Nein, in Griechenland ist das andersrum. Ich bin nicht in Griechenland. Ja, ich auch nicht. Deswegen ja. Ein bisschen was von Griechenland muss ich ja behalten. Ich werde etwas von Russland halten dann. Aber wenn du Russisch bist, heißt du auch nicht Bianca. Bist du Natascha. Nee, Natascha bin ich nicht auf jeden Fall. Bist du nicht die Natascha? Ach komm, irgendwas müssen wir doch heute jetzt noch machen. Ich bin auch nicht aus Russland. Das ist doch nicht schlimm. Ich hol dir Einbürgerung. Nun erzähl. Naja, was? Naja, was wollen wir bei den Hübschen jetzt heute noch anstellen? Ich will nach Hause gehen. Oh, ich würde ja sagen, ich begleite dich, aber es ist ein bisschen weit bis nach England rüberfliegen. Vielen Dank. Und ich will schlafen. Direkt schlafen? Nicht irgendwie noch Pizza oder Döner essen oder so? Ja, direkt schlafen. Blöd, kannst du nicht machen. Zeitverschwendung. Schlafen kannst du, wenn du tot bist. Super, danke. Ja, wird ja hoffentlich noch lange dauern. Du bist ja erst 19. Ich bin 19? Ach, danke. Oder nicht? Das ist voll ein gutes Kompliment. Ich weiß. Bist du wieder so stumm? Rede mit mir! Nochmal bitte? Rede mit mir! Ich rede doch. Na ja, immer nur auf Aufforderung. Sing mir ein Lied. Nee, ich werde nicht singen. Hier sind meine Kollegen, die werden mich dumm angucken. Ja, komm, der eine schreit, als würde ihm gerade die Haut abgezogen werden. Da kannst du auch mal ein bisschen singen, um diesen Psychoterror zu überleben, oder nicht? Es ist hier so leise. Nie, nimmer ist es hier so leise gewesen. Das ist ja schade. Ich musste schon längst zu Hause sein. Ja, fühle ich mich ja geehrt, dass wir immer noch sprechen. Ja. Und morgen wolltest du wieder anrufen, oder wie war das? Morgen muss ich wieder meine Kunden anrufen. Nein, nicht. Als erstes rufe ich die Kunden an, mit denen ich schon arbeite, die schon investiert haben. Als erstes werde ich die checken. Und dann werde ich die Kunden anrufen, die sich registriert haben, aber ihr Handelskonto nicht aktiviert haben. Ich werde ihnen dabei helfen. Ich verstehe. Brauche ich da irgendwas an Dokumenten noch für? Dann kann ich das bis morgen schon suchen. Also, das hängt davon ab, wie Sie die Überweisung machen wollen. Wenn per Rechnung, dann müssen Sie Ihren Führerschein und Pass fotografieren. Dann muss ich Sie sehen. Das ist ja nicht schlimm. Es sei denn, du legst dann auf, dann habe ich halt verloren. Oh, hey, man kann nicht immer gewinnen. Oder? Man kann nicht immer gewinnen. Sag ich doch. Das habe ich doch gerade schon gesagt. Ja, super. Ja, magst du Meerschweinchen? Meerschweinchen? Ja. Keine Ahnung.
Neutral. Bist nicht so für Tiere. Hast du Tiere zu Hause? Ich meine doch, ich habe einen Kater. Stimmt. Sonst noch irgendwas? Nee, mehr nichts. Das müssen wir dringend ändern. Diese Lache. So, gucken wir nachher zusammen noch eine Serie oder so? Welche Serie? Irgendwas. Welche Serie? Ich gucke fast nichts. Oh, blöd. Dann machen wir Telefondate und essen Pizza zusammen. Super. Ich bestell mir auch eine. Super, ich sage, ne? Deutschland. Ja? Adresse per Deutschland. Du bist ja nicht in Deutschland. Sie sind ja in Deutschland. Schickst du mir eine Pizza? Aha. Okay, schreibe auf. 91448. Mhm. Emskirchen. Mhm. Und dann die Straße heißt Alt-Schauerberg. Mhm. 8. Checke ich mal. Klasse. Haben Sie das gehört? Proverei? Nee, ich kann ja kein Russisch. Hast mich ja überführt. Ich bin ja Grieche. Okay, glaube aber überprüfe. Glaube aber überprüfe. Ja, dann mach mal. So, 91448. Emskirchen, ja? Emskirchen, ja, richtig. Darf ich mir die Pizza aussuchen? Ja, okay. Das ist jetzt auch so. Ich habe mal eine gute Kollegin gehabt, die hat mal erzählt, ein Kerl hat sie zu Pizza eingeladen und dann hat der Kerl sich eine Pizza mit Ananas drauf bestellt und dann ist sie nach Hause gegangen. Machst du sowas auch mit mir? Pizza mit Ananas. Ja, okay. Dann ich nehme Pizza mit Hackfleisch und Salat. Okay. Also Salat nebendran, nicht auf der Pizza. Okay. Gut. Hey, zu viel. Was sagst du? Das ist zu viel. Wir wollten nur eine Pizza. Ja, ich brauche hier Nachtisch. Ach so, tut mir leid. Oh. Dann nicht. Aber Pizza ist auch gut. Naja. Und wann? Also wir haben hier die Pizzeria Rotes Herz im Stadtzentrum. Vielleicht kannst du die Pizza da bestellen. Das schmeckt ganz lecker bei Gino. Bei Gino? Der ist Italiener, glaube ich zumindest. Er hat mich mal mit Pizzablech geschlagen. Ich habe seine Tochter angeguckt. Das mochte der nicht. Seine Tochter, und wie alt war sie? Weiß ich nicht. Mochte. Die nicht gefragt, ich habe nur geguckt. Natürlich, sonst hätte ich nicht geguckt. Ach so. Ich gucke doch nicht aus Langeweile. Ich gucke doch auch nicht in Mülltonne, wenn ich keine Zeit habe. Wenn ich zu viel Zeit habe, dann gehe ich Schaufenster gucken, aber nicht in Mülltonne, oder? Ja. Ah. Und hast du meine Adresse überprüft? Ich gerade eben. Klasse. Wann kommt Pizza? Ich kann eine Rechnung erstellen. Nochmal? Ja, kannst auch auf Nachname schicken. Der Hausmeister nimmt die Pizza an und bringt die mir nach oben. Ich kann eine Rechnung erstellen. Eine Rechnung erstellen, okay. Ja, von 250 Euro, die Sie morgen überweisen werden. Das ist aber eine teure Pizza. Ist die mit Gold überzogen? Ja. Und du denkst nur ans Geschäft. All unsere Telefonaufrufe werden ja aufgenommen. Ich muss ja auch ein bisschen arbeiten. Spaß beiseite. Wie, das wird aufgenommen? Das ist doch verboten. Das ist nicht verboten. Doch, man darf Anrufe nicht einfach aufnehmen, ohne den anderen zu fragen. Ach, tut mir leid. Herr, einen Moment. Meine Güte. Herr Hans Herbert Maulwurf. Ja, Maulwurf, genau. Dürfen wir Ihr Telefonanruf aufnehmen? Musst du den Maulwurf fragen, nicht mich. Ich bin kein Maulwurf. Wer sind Sie dann? Ja, Dimitri, habe ich doch gesagt. Nein, hier steht, ich habe einen Hans-Herbert Maulwurf angerufen. Ich heiße nicht Maulwurf. Vielleicht Ivan Gerb... Nein. Ah, nee. Nee. Willst du wenigstens den Namen ändern, dass das richtig ist?
Nee, ich suche gerade in meiner Liste und ich sehe gar keinen Dimitri. Kyriakos heiße ich mit Nachnamen. Also das vielleicht mal suchen. Also unter dieser Nummer steht Hans-Herbert Maulwurf. Ich bin kein Maulwurf. Nochmal. Ich bin auch keine Ziege oder ein Schwein oder eine Katze. Nee, gut, die Nummer. Die Nummer. Ja, also manchmal bin ich ein Ziege. 948 6199972. Ihre Nummer. Hört sich gut an. Ist das Ihre Nummer? Ja, klar. Das hättest du mich doch nicht erreichen können auf der Nummer. Ich sitze doch hier nicht bei irgendeinem Maulwurf auf dem Sofa und nehme die Telefonnummern an. Unter dieser Nummer steht, dass Sie Herrn Herbert Maulwurf heißen. Ihre E-Mail-Adresse hansmaulwurf1946@gmail.com. Nein, das ist auch nicht meine E-Mail-Adresse. Das ist komisch. Guck mal, das ist Schicksal, dass du mich heute angerufen hast. Vielleicht, ja. Das ist absolutes Schicksal. Was machen wir jetzt draus? Du schickst mir eine Pizza. Das ist ein guter Anfang. Aber willst du richtige E-Mail und richtige Namen aufschreiben? Ja, okay. Gut, weil sonst passt das alles ja gar nicht. Also, Kyriakos, soll ich buchstabieren? Ja, okay. Kaufmann Y? Mhm. Richard Ida Anton? Mhm. Kaufmann Otto Siegfried? Und Dimitri mit I, nicht mit Y, ja? D-M-I-T-R-I? Ja, Dimitri, wie man spricht. Okay. Ah, Dimitri, okay. Gut. Telefonnummer hast du, willst du E-Mail oder wie wollen wir machen? Man kann auch die E-Mail. Ja, okay, schreibst du auf. Berta Ida Gustav? Was ist das für eine E-Mail? Ne, ich buchstabieren. Okay. Also Big hast du aufgeschrieben, ja? Aha. Dora... B-E-R. Was? B-E-R. Nein. B-I-G. Big, wie groß, auf Englisch. Okay. Okay, nächste Wort. D-I-C-K. Und dann dimitri@gmail.com. Ach, sind Sie witzig. Warum? Dimitri@gmail.com. Richtig, aber alle zusammengeschrieben, ohne Punkt, ohne Bindestrich. Und dann kann das losgehen. Und dann kannst du mir das nochmal schicken. Maulwurf. Das hat die Maulwurf zu mir. Ja, hier steht Hans-Herbert Maulwurf. Was ist das für ein Name? Das hört sich an wie von so einem ganz altes Opa. Vielleicht ist das Ihr Name. Nein, der hört sich nicht an wie ein Maulwurf oder was? Nennst du mich Maulwurf? Nee. Hast du Glück gehabt? Sonst hätte ich dich jetzt gekitzelt. Ach, was Sie da nicht sagen. Ja, ich sage viel, wenn der Tag lang ist. Wie wollen wir denn jetzt weitermachen? Schickst du mir ein E-Mail bei mein E-Mail? Also von dir zu Hause? Von mir zu Hause? Ja, klar. Nicht? Warum nicht? Weil Instagram und Facebook geht ja alles gerade nicht. Ja. Ich kann eine E-Mail von meiner Arbeits-E-Mail schicken. Oh, nee, das will ich ja nicht. Da kann ich ja nicht Hallo schreiben und so. Da muss ich ja aufpassen. Natürlich. Ja, komm, wir telefonieren seit einer Stunde. Wir sind offiziell Freunde. Da kannst du mir doch mal eine E-Mail schreiben. Werde ich mal nachgucken. Was habe ich getan, um diese Behandlung zu verdienen? Man muss nachdenken. Du bist ein schlaues Mädchen, du brauchst nicht so lange nachzudenken. Ja, ich weiß. Ja, also. Dann tu nicht so blöde. Hahaha. Vielleicht tun Sie es. Habe ich irgendwas Blödes gesagt, seit wir sprechen? Naja, man muss nachdenken. Herr Richtig. Maulwurf. Du bist mein der Maulwurf. Hans-Herbert Maulwurf, mein Arbeitstag ist schon seit langem fertig. Ja, deswegen sprichst du ja mit mir, weil ich sympathischer griechischer Bad Boy bin. Was sie da nicht sagen? Ja, ja. Wann rufst du denn morgen wieder an? Wann arbeitest du wieder? Vielleicht rufe ich sie an und vielleicht rufe ich sie nicht an. Von 10 bis 7. Wie, vielleicht rufe ich nicht an? Was soll denn das? Ich habe zu viele Kunden, mit denen ich arbeiten muss. Ja, komm, aber keiner ist wie Dimitri. Vielleicht keiner,
Manche schon, manche nicht. Eigentlich heute war es sowas nicht. Na also. Das kannst du dir doch nicht Vielleicht entgehen lassen. Einen neuen Maulwurf anrufen. Du bist der Maulwurf. Was nennst du mich immer Maulwurf? Ich nenne ich dich jetzt. Hans-Herbert Maulwurf. Ja, und du bist jetzt die flinke Schildkröte. Wollen wir uns jetzt Indianernamen geben oder was? Ich bin flinke Schildkröte, du bist der große Adler. Sollen wir jetzt so Codewörter benutzen für alles oder was? Eigentlich, wenn wir jetzt einen Deal hätten, müssen wir einen Secret Code auswählen. Nochmal, was müssen wir machen? Ein Secret Code auswählen. Sie würden eine Zahl oder ein Wort auswählen und jedes Mal, wenn ich sie anrufe, hätte ich gesagt, dass Bianca Miller unser Secret Code ist, dies und das. Was ist deine Lieblingszahl? 6. 6 Maulwürfe ist unser Geheimcode. Aber sie haben nichts investiert, deshalb. Was trotzdem ist jetzt 6 Maulwürfe ist das Passwort. Wenn du morgen wieder anrufst. Du wirst anrufen, sonst hast du Pech in deinem ganzen Leben. Aber Pech in meinem ganzen Leben, tut mir leid, das haben Sie Pech in Ihrem ganzen Leben. Nein. Und die Gelegenheit ist in meinen Händen. Nee, ich gehe einfach zu einer anderen Firma dann. Ich habe mehrere von Kunden, kein Problem. Mehrere Kunden, aber keinen wie mich. Ich kenne so viele Leute, die ich auch wieder anwerben könnte. Sie haben auch keine Accountmanagerin wie ich. Das weiß ich ja nicht. Also ich glaube, gute Angestellte findet man einfacher als gute Kunden. Kein Problem, Sie können es mit jedem anderen besprechen. Sie werden wissen, es gibt keine Bianca. Es gibt keine Bianca. Ich kann ja mal fragen. Keine wie Bianca. Ja, ja, das stimmt. Es gibt ja immer nur einen Menschen nur einmal. Ach komm, wir beide müssen doch jetzt irgendwas machen. Erzähl mir mal noch sowas, du. Andere Account-Managerinnen sind älter. Ich bin die Jüngste und die Schwester. Aber 19 nicht, oder? Nee, nicht 19. Sondern? Sondern ein bisschen mehr. Zum Beispiel? Zum Beispiel ein bisschen mehr. Ja, ein bisschen in Zahlen ausgedrückt. Vielleicht nächstes Mal. Man muss nicht alles auf einmal sagen. Na doch. Na nein. Ich werde jetzt sowieso viel nachdenken. Ja, das tut gut für den Kopf. Auf jeden Fall. Und sonst so? Wie heißt du bei Knuddels? Bei Knuddels, weißt du das? Kennst du Knuddels nicht, so eine Chatseite? Nee. Okay, na gut, man kann ja nicht alles kennen, ne? Ja. Nee, zurück raus mit Instagram. Hopp, ich will heute noch was zu gucken haben, wenn du nachher schläfst. Nee, da ist nichts zu gucken. Eigentlich ist, ich habe da schöne Bilder. Ja, ja, deswegen ja. Aber ich werde Ihnen nichts verraten. Wer nicht investiert, bekommt nichts. Und das ist jetzt Erpressung. Das hört so an, als ob du dich für Geld verkaufst. So eine bist du doch nicht. Ehrlich gesagt, auch wenn Sie investieren, würde ich Ihnen nichts sagen. Warum nicht? Wie soll ich dich dann vom Flughafen abholen? Sie müssen mich nicht abholen. Ne, doch. Ne, wieso? Ne, sonst finden wir uns doch nicht im Großstadtdschungel von Baden-Baden. Dann kein Schicksal. Ne, wenn du das Schicksal mit beiden Füßen in den Arsch trittst und die Tür zumachst, dann gibt's auch kein Schicksal. Man muss dem Schicksal ein bisschen helfen. Nun los. Naja, nee. Tut er nicht. Hans-Herbert Maulwurf. Ja, du bist der Maulwurf. 6 Maulwürfe, Passwort. Ja. So, ich werde Sie morgen nicht anrufen. Dann lass es. Soll ich Sie meiner Kollegin übergeben? Ja, gib mal her. Sie wird Sie morgen anrufen. Sie heißt Pia. Wie heißt die? Bier? Pia. B-I-E-R, Bier? P-I-A, P-I-A. Ist kein schöner Name. Naja. Willst du mich loswerden, oder was? Ja, erstes Mal will ich einen Kunden loswerden. Da machst du aber falschen Beruf, wenn du hier zahlende Kundschaft rausschmeißt. Ich habe viele Kunden, mit denen ich arbeite. Ja, ja, wenn du gut bist, dann ist dir jeder einzelne Kunde goldwichtig. Ja. Ja, also. Natürlich. Also. Das sind ja meine Kunden. Richtig. Witzbeutel. Ja, kannst du auch Hühnergeräusche machen?
Nein. Kannst du andere Tiere machen, so eine Eule oder so? Hab nicht probiert. Warte mal. Das war jetzt die kasachische Windeule. Super. So, Hans-Herbert Maulwurf, ich musste schon seit langer Zeit zu Hause sein. Ich wäre auch zu Hause. Komm, mach mal die Katze für mich. Du hast deinen Kater zu Hause. Da kannst du die Katze machen. Nee, danke. Ach, komm. Warum brichst du mein Herz heute Nacht? Darum, Herr Maulwurf. Das habe ich nicht verdient. So, Herr Maulwurf. Warum findest du mich immer Maulwurf? Wie geht's weiter? Du gibst mir. Meine Familie ist. Was ist meine Familie? Maulwürfe? Nein, ich bin. Wenn, dann bin ich ein Otter. Hans-Herbert Maulwurf. Ja, meine Güte, und wenn da Adolf Hitler steht, dann heiße ich auch nicht Adolf Hitler. Egal, ich nenne sie so, wie es vor meinen Augen steht. Gut, dann sind wir jetzt schon bei Spitznamen. Wer ist dein Spitzname? Ich habe keinen Spitznamen. Ah. Gibt's doch nicht. Also wenn du mich Maulwurf nennst, dann nenne ich dich. Oh, wie nenne ich dich denn? Bianca. Bianca. Täubchen. Ist das gut? Ja, wie sie wollen. Ja, natürlich will ich das. Wann telefonieren wir morgen? Vielleicht telefonieren wir überhaupt nicht. Ja, du musst mir schon Uhrzeit sagen, dass ich auch Zeit habe. Wann haben Sie Zeit? Ich arbeite bis 4. Bis 4, wenn es bei uns 4 ist, ist bei uns 3. Ach, solche seid ihr noch? Mhm. Schrecklich. Ja, aber so die Zeit kannst du dir merken. Aber schreib vorher eine E-Mail, dass ich auch weiß, weil hier rufen immer so komische Leute an. Ich gehe oft gar nicht ans Telefon. Secret Code 6 Maulwürfe. 6 Maulwürfe, genau. Aber das steht ja dann nicht im Display vom Telefon. Okay, wieso muss ich Sie morgen anrufen? Damit wir das Gespräch weiterführen. Welches Gespräch genau? Das wir gerade führen. Frage, Frage, Frage. Ja, was ist die Frage? Nee, werden wir morgen eine Frage, andere Frage stellen? Aber wenn du das Spiel weiterspielen willst, wir können auch Mensch ärgere dich nicht spielen. Nee, kannst du Schach spielen? Meine Arbeit weitermachen? Spielst du Schach? Ja. Klasse. Dann spielen wir morgen Schach. Ich zeige dir meinen König. Nee, danke. Wie? Herr Maulwurf. Ich bin kein Maulwurf. Kyriakos. Wollen Sie Geld verdienen? Ja, klar. Und ein Herz gewinnen. Wollen Sie investieren? Nee, ein Herz brauchen Sie nicht. Doch, brauche ich. Meines ist zu dunkel. Ja, tut mir leid. Mir auch. Wollen Sie investieren? Ja klar. Oder nein? Ja. Account aktivieren? Ja, rette einen alten Maulwurf. Wenn mich jetzt schon immer Maulwurf nennst, springe ich auf den Zug. Hans Herbert. So, welche Zahlmethode besitzen Sie? Visa oder Mastercard? Sie dürfen auch wählen. Herr Maulwurf. Ich lege dann auf. So, Herr Maulwurf, danke fürs Gespräch. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Auf Wiederhören. Tschüss.